Wir sind zu Hause. Hat der Schüsse abbekommen? Das sieht so durchlöchert aus. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Tatsächlich, der hat Schüsse abbekommen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Das müssen seine Leute gewesen sein. Max, wir sind echt voll die Freunde gewesen. Okay, ich steck ihn mal rein. So, Video. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Wildlands. Mit dabei der Happy. Moin, moin. Der Fanwolf. Moin. Und wo ist Wenzel? Hä? Wo ist denn der hinten? Hier. Hä? Hier. Der in den Wald. Der war gerade. Hallo. Packen. Hier hinten. Da, da kommt an. Und Wenzel ist auch dabei. So, und dann wollen wir mal hier mal sneaky rein. Dann mach das mal und ich öffne mir noch schnell eine Kiste. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Einmal nordisches Tattoo. Okay. Nordisch. Guck mal. Santa Muerte Pickup. Und ein Headset. Du räumst jetzt ab, ne? Ja, nicht wirklich. Hätte die drei. Warte. Hätte viel lieber gerne ein Legendary. Ich kann ein... Oh, oh, sie sehen mich. Also ich kann die vier... Nee, geht's nicht mehr. Ich könnte jetzt... Habe einen. Okay. Okay. Aber theoretisch haben die keinen Alarm geschlagen, oder? Nein. Höchstens der da. Achso, okay, hat sie erledigt. Ha, ich hab eine Idee. Ich pack die Drohne aus. Du hast eine Idee. Das kann nicht gut sein. Und zwar, wenn ich den Auto hier so zweites Ziel da drüben. Macht fünf Tangos. Hier so hinparke, dann kommt er nicht weg. Wenn ja, aber wir dann noch. Ja nicht, ob er hier wirklich rausfährt, ne? Könnte sein, deswegen vorsichtshalber. Feind am Boden. So. Kommt da auf jeden Fall nicht so schnell weg. Da kann man sogar. Alter, die haben selbst den Abwasserkanal hier zuge. Zugepflastert. Fettstacheldraht reingemacht. Warum sind die so misstrauisch? Verstehe ich gar nicht. Kann ich auch nicht verstehen. Na, ich denke mal, die Sniper sind am wichtigsten. Ich habe mal markiert. Irgendeiner ist gesehen worden. Nee, nein. Ich bin nicht gejagt. Einer voll aus. Der Typ ist ich bin aber gejagt. Nicht. Der Typ ist mal wieder nicht gestorben, ich bin auch gejagt. Okay. Wir rasten hier nicht gerade total aus. Naja, solange der Typ nicht wegfährt oder so. 3, 4 Hits. Das ist doch scheiße. Ein normaler Typ, 4 Treffer und er stirbt nicht. Ah, man muss ihn auch richtig treffen. Der hat eine Brust oben rein. Der ist Verstärkung rückt an. Jörn, pass auf bei dir. Er ist weg. Nix mit Verstärkung. Okay, jetzt haben sie uns aber bestimmt gehört. Erledigt. Definitiv. Aber der Typ ist noch nicht weg. Also da. Vielleicht wird's erst getriggert, wenn. Wir rennen da. Happy ist hier ganz vorne. Unidad von oben. Drohne fliegt. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Ha! Perfekt. Da kommen zwei, Vorsicht. Alles gut da drin? Oh, ein bisschen Action hier. Ich hab dir ein wichtiges Ziel. Schreib da! Riesige er rennt! Bringen wir ihn zum Reden.
Nicht töten! Er scheint noch zu leben. Ich glaube, der kauert. Wo denn jetzt schon wieder? Oh Mann, wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Der ist Geschichte. Danke, hast mir gerade nachgerettet. Vorsicht, der ist da. Was ist denn der? Da! Der ist hinter mir. Ja, rede mal mit ihm. Ja. Und Vorsicht. Oh, die Tankstelle brennt. Die 2. Ich hab markiert, die 2. Die 1. Ein Helfer von wem? Rufen Sie ihn an. Arrangieren Sie ein Treffen. Es ist wichtig. Oh, Hilfe. Da oben ist noch ein Sniper. Hört mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Nein, nein, das geht nicht am Telefon. Ja, es ist wichtig. Okay. Nein, nein, geht nicht am Telefon, ist wichtig. Ich soll ihn am Hexenmarkt treffen. Nur falls Sie ihn nochmal anrufen wollten. Ha, nice. So macht man's. Bowman, hier Nomad. Der Kartellbutschon in Libertad ist ein Amerikaner namens Marcus Jansen. Okay, ich prüfe den Namen, mal sehen, was rauskommt. Machen Sie schnell, wir sind ihm auf den Fersen. Auf zum Hexenmarkt, aber zuerst holen wir uns das Ding hier. Wo ist denn das Ding? Ich weiß nicht, irgendwo oben, oder? Nomad, ich habe ein Video für Sie hochgeladen. Hintergrundinfos über den hiesigen Boss. Wo ist denn das Ding? Ganz Video. Oben? Oh, Video. Ich klicke dir mal in der Ecke. Ich guck Video. Marcus Jansen hat Chemie studiert, weil die Branche lukrativ ist. Sichere Arbeitsplätze, Krankenversicherung, 2 Wochen Urlaub, gute Gehälter und offene Stellen. Marcus wurde von La Gringa direkt von der Uni rekrutiert. Behütet wie er war, dachte er, dass er für den SB-Konzern arbeiten würde. Einen in Bolivien ansässigen Pharma-Multi, was er ja auch ist. Ihm war nur das Produkt nicht klar. Als er es schließlich erfuhr, fand er es sei eigentlich unwichtig. Er verdiente in einem Monat mehr als seine Freunde in 5 Jahren. Und das Beste daran? Pussys. So. Pussys! Fast genauso wichtig, zum ersten Mal in seinem Leben genießt er Respekt. La Gringa hat Marcus am Chemischen Institut in der Provinz Libertad untergebracht. Seit 3 Jahren lehrt er Kartellmitglieder, wie man hochwertiges Kokain herstellt. Sicher, die meisten dieser Idioten fallen durch die Zwischenprüfung, aber es scheint, als hätten sie etwas gefunden, wofür sie sich begeistern. Marcus sieht es pragmatisch. Hör mal, irgendwer macht das Kokain, irgendwer kriegt das Geld. Warum also nicht ich? Hm? Stimmt genau, Marcus. Nur nicht mehr sehr lange. Interessant. So, hat jemand schon das blaue Zeug... Ach, da ganz, ganz, ganz oben. Was? Hm. Oh Gott. Wo müssen wir hin? Was? Ganz, ganz oben, blau. Och, bin aber nicht blau. Im Chemielabor. Blau im Chemielabor. Ja. Oh. Erstmal Jens eine. Erstmal Jens eine geben. Ich fass es nicht. Mann, 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 Mann. Jetzt hängt man in dem Video und dann wird einem auch noch einer verpasst. Der Butchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Marcus Jansen. Pussis, Pussis, Pussis. Er will zu einem Treffen auf dem Hexenmarkt. Schnappen Sie ihn und bringen Sie ihn mir. Jawohl. Bringen wir die Hexe her. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Da will ich jetzt nicht hinrennen. Tango getroffen. Passt schon. Okay. Okay. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Okay. Wolltest du hier runter haben? Was von da? Wir können uns ja hier auch ab. Wow. Ihr faulen Säcke, ey. Was? Wow. Wir laufen runter. Ja. Passt es nicht. Und die gehen rein. Happy Drinks Fest. Ja, Björn kann bei dem Hof liegen. Du hast Happy Fest gebackt.
solange er dich fest gebacken hat, geht's ja noch. Wah, 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 wah. Na, festgeschissen ist eher noch schlimmer. Alter. Hat er jetzt nicht gemacht. Was? Was war denn das jetzt? Was ihr, was auch immer ihr macht. Hört Wieso? Auf damit. Was denn? Keine Ahnung. Als wäre irgendwelche Metallstücke, als würde jemand Metallstücke gegenschmeißen gegen den. Ich starte jetzt an meine Drohne. Ja, das ist ungünstig. Ach, warum? Geht so. Doch mal durch die Scheibe durch. Schon wieder hier? Wo kann man denn hier am besten parken? Mittig? Da unten sind Feinde. Also hier jetzt. Machen wir es einfach hier, dann schleichen wir uns durch. So. Auf der linken Straßenseite sind zwar Feinde, aber gut. Linke Straßenseite? Feinde? Ich sehe keine. Die sind weit genug weg, glaube ich. Die sind weit weggelaufen, okay. So, ey, die zeigt auf mich. Warum hat die auf mich gezeigt? Drohne steigt auf. Sie will dich. Du, mitkommen. Zu mir nach Haus. Oh, boah. Deswegen zeigt sie auf dich. Was machst du, warum? Hm? Ich hab nur das Auto kaputt. Das wieso ist... Genau da. Erreichen sie den Hexenmarkt. Müssen erstmal da hinkommen. So, erstmal eine Aufklärung. Vorrennen. Na, erstmal eine Aufklärung starten. Oh, guck mal hier. Boah, Alter, ich glaube, das Kind ist auf Drogen. Oh, die Aufklärung ist schon. Okay. Oh, ich escape. Y. Oh, hier sind Dokumente. Ich glaube, das sind die, die man sich irgendwann mal geholt hatte, oder? Oh nee, die habe ich auch noch nicht. Sag mal, warum kommt der denn nicht her? Hier sind Rebellen von uns und so, also. Ich bin schon am Laufen. Bin auch unterwegs. Keine Gegner. Sind jetzt auf dem Hexenmarkt. El Mercado de las Brujas. Jetzt müssen wir da hören. Glücksbringer, Liebestränke und sogar Flüche gegen ihre Feinde. Moment, ich hole noch. Ohne Scheiß? Sachen. Auf. Wenn die Info stimmt, muss Jensen hier irgendwo sein. Ich hab ihn! Was? Wo? Ich hab ihn! Ich will die Hände sehen, sofort! Faschisten, Sie haben kein Recht! Ich bin Amerikaner! Bleib, wo du bist und Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Ja? Oder was? Augen auf! Zurück an die Arbeit. Augen auf! Hey! Wenn die Info stimmt, muss Jensen... Stopp! Bleib stehen! Aufhört! Ich bin Wissenschaftler! Nicht gut! Mach die tot! Ich muss hier rein! Nochmal sowas und ich schieß dir eine Kugel durch beide Beine. Kapiert? Klappe zu. Wir haben keine Verluste gehabt. Oh, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Ich bleib hier im Auto. Ich bleib im Gebäude drin. Mach mal Drohne. Ich bin auch tot. Dann muss ich ihn freilassen. Ich fang ihn wieder. Ich hab ihn. Aber hier sind ganz viele Typen. Ja, ich kann gerade nicht sterben. Ich geht aber auch nicht rein. Ich bin auch tot. Schon wieder down. Ich bin der Falsche. Ich schwöre, ich bin kein Narko. Schön da bleiben. Ja, ich kann hier nur nicht reingehen. Ich versuch. Er ist weg. Der nächste? Alles gut. Wollen wir in die Karre einsteigen und mal abhauen? Ja, wir müssen erstmal hier clearen, dass du. Dass der nicht stirbt. Ich verstau den mal eben. Meist immer rein. Ich kann da nicht rein, ich kann da nicht ran. Häng ich fest. Hier. Los geht's. Ab schon. So. Denn schön sitzen bleiben. Das auch. Ich fahr mal los. Jetzt. Es sitzt aber keiner auf dem Fahrersitz. Oh Gott, was für ein Stress. So, bin drin. Geh Gummi. Bin drin, ich fahre. So ein Schwachsinn. Sie können niemanden festnehmen, weil er auf einen scheiß Markt geht. Es reicht, Jensen. Wir wissen alles über Sie und das Kartell. Eins ist mir nicht klar. Sie sind doch Wissenschaftler.
Also was in aller Welt machen Sie auf einem Hexenmarkt? Für Kokain braucht man nicht nur Lösungen und Reagenzien. Ich mach's jedenfalls anders. Ich hole Pulver von den Bruchos, die den Prozess verlängern und das Resultat verbessern. Ja, und weiter? Und gar nichts. Das ist ein Firmengeheimnis. Wenn ihr mein Rezept wollt, müsst ihr bezahlen. Klar? So sieht's aus. Also, alle mal die Taschen leeren. Wir wollen sein Rezept haben. Aber das war ja mal easy peasy. Da war ja fast nichts los. Also, sozusagen. Die sind ja auch alle fast noch ein bisschen draufgegangen. Ach, Quatsch. Das sah nur so aus. Das war eine optische Täuschung. Ja, fast jetzt hier wie Tokyo Drift. Naja, nicht ganz. Also ich kann den Jensen verstehen, dass er sich so den Kopf hält bei dem Fahrstil. Hatten. Hätte ich auch Angst. Alles gut. Hier ist Land Rover. Vierrad, Allrad und so. Wir sind zu Hause. Hat der Schüsse abbekommen? Der sieht so durchlöchert aus. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Tatsächlich, der hat Schüsse abbekommen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Das müssen seine Leute gewesen sein. Nix, wir sind echt voll die Freunde gewesen. Okay, ich steck ihn mal rein. So, Video. Sie können mir gar nichts, verstehen rein. Sie? Sie haben hier keine gültige Rechtsgewalt und selbst wenn es und dann verlangt er auch noch ein US-Bürger mit gültiger Sie begünstigen die Herstellung einer illegalen Substanz. Eine illegale Substanz, die von Mördern und Vergewaltigern verkauft wird. Nicht mein Problem. Ich halte niemandem eine Waffe an den Kopf. Ich zwinge niemanden, Drogen zu nehmen. Das entscheidet jeder selbst. Das macht die persönliche Freiheit doch aus. Wie Sie meinen. Schießen Sie dem Wichser in den Kopf. Halt! Was soll das? Ich bin, glaube ich, gerade schon wieder rausgeflogen. Sie haben recht, Markus. Wir haben hier keine Polizeigewalt. Also nehme ich mir meine persönliche Freiheit und bitte meinen Kollegen, ihm das verfickte Hirn wegzupassen. Ja. Halt! Ja. Wollen Sie was sagen? Ich bin, glaube ich, schon wieder rausgeflogen. Hey, ja. Bist du Sie? Und Video. Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Aber sicher. Sagen Sie mir, was ich wissen will und wie. Ja, ich lasse das Video jetzt noch zu Ende laufen. Dann wird es mir wahrscheinlich auch angeraten. Okay. Schön. Ich sage Ihnen, was Sie wissen wollen. Na also, geht doch. So schnell kann man jemanden umstimmen. Hier ist Bowman. Exzellente Arbeit in Libertad. Mit Jensen haben wir die Ausbildung in der Provinz lahmgelegt. Und ohne die Grundstoffe von Vallabigas ruht die Produktion. Das wird das Kartell jeden Tag Millionen kosten und trifft es an einer empfindlichen Stelle. Habe verstanden. Danke für die netten Worte. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. Und noch, oh, Video! Und noch ein Video. Ja, ich hab gerade Last Screen. Der große Autor Balzac sagte einst, Familie zu haben heißt, Geisel des Geschicks zu sein. Ich sagte zu Giorgio, wir hätten etwas gemeinsam. Wir beide sind zu alt für einen Neuanfang. Ich mit einer Organisation. Und du mit einer Familie. So, ich. Was denn? Was ist los? Nee, ich sag gerade läuft. Ja. Bei mir läuft's auch, und zwar die Rohläden, die gerade runtergehen. Das bedeutet. Was? Noch ein Video? So, ich schaue nochmal wieder. Jupp. Apacatario mein Fahrzeug gebeten. Viva la guerrilla! Ja, da wir noch ein paar Minuten haben, denke ich mal, werden wir mal ganz kurz für Happy die 50 Schuss Magazin noch holen. Ist ja hier gleich um die Ecke. Der hat schon Monate darauf gewartet, dass wir hier seine 50 Schuss Magazin holen. Ja, Mann. Das können wir ihn jetzt nicht verwehren. Yep, schon gesehen.
Oh, hui, ja, alles gut. Er muss denn ausgerechnet da einen Baum pflanzen? Der Vogel voraus. Okay. Ach, der sieht uns alles nicht. Gut. Wir sind über ihn. Der kann nur nach unten gucken. Wie so ein großer Jagdvogel. Die gucken auch immer nur nach unten, nie nach oben. So, da. Guck mal, Happy, so einfach ist es. Da vorne ist es schon. Da, deine 50-Schuss-Magazin. Easy peasy. Viele sind Tech und Zivilisten aber auch. Was sagt die Aufklärung? Die Rebellen lenken ihre Aufmerksamkeit ab. Die Rebellen wollen uns zur Hand gehen. Mal sehen, was diese Rebellenmasse ausrichten. Unglaublich, wie er voll mit Terror reingeht, ey. Mein Magazin, meins! Ich merk schon. Zivilisten getötet. Genau das. Einfach rein so, ne. Scheiß auf Verluste, ich will mein Magazin. Seht mal da, Waffenkiste. Nice. Granate fliegt. Wir sehen uns in der Hölle. Was da alles ankommt. Übertreiber, ey. Nehmt das, ihr Säcke. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um die Bosse. Und Graz Happy zu deinen 50-Schuss-Magazin. Darauf hat er schon den ganzen Tag gegeiert. Hat sich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ja, geil, heute machen wir die Mission mit dem 50-Schuss-Magazin. Nom nom nom. Granate fliegt. Hola, Andres. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir dann hier erstmal Feierabend. Okay, Granate fliegt. Vor der Terror hier. Ich bin tot. Ich fass es nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne?